Ja, versuch mal. Okay. Ja, also. Ja, braucht mich nicht. Hm? Klopf mal. Okay. Guten Abend, Herr Rossmann. Ich bin es, Robinson. Sie haben sich aber verändert. Ja, es geht mir gut. Sie trinken aber. Das ist nur zur Stärkung, wenn ich auf einem Wege bin. Ja, jetzt kommt ich der Ich will nächste. Sie ja nicht mehr ja, besser. Das habe ich auch geändert. Der nächste Satz kommt dran und nicht getrennt. Und ja, macht mir das ein bisschen lustiger. Lustiger. Ich will Sie ja nicht mehr besser. Nicht so schwer vorwürfig, der. Sie trinken aber und mehr so Rückzug aneinander. Guten Abend, Herr Rossmann. Ich bin es, Robinson. Sie haben sich aber verändert. Ja, es geht mir gut. Sie trinken aber. Das ist nur zur Stärkung, wenn ich auf einem Wege bin. Ich will Sie ja nicht mehr bessern. Ja, gut. Also da habe ich mir dann vorgestellt, dass du den Aschenbecher links von dir hast du dann Korb und wirfst dann, was übrig bleibt vom Apfel. Ja. Aber es wird natürlich so sein, dass du am Anfang ein bisschen isst, ne? Damit nicht so viel übrig bleibt. Ja. Nochmal. Guten Abend, Herr Rossmann. Ich bin es, Robinson. Sie haben sich aber verändert. Ja, es geht mir gut. Sie trinken aber. Das ist nur zur Stärkung, wenn ich auf einem Wege bin. Ich will Sie nicht mehr bessern. Ah, shit. Es stimmt irgendwas nicht, weil Sie trinken aber. Oder? Na, trinken wohl und Sie trinken aber. Ja, Sie trinken aber. Sie trinken aber. Das ist ja, mehr wie eine lustige Feststellung als ein Vorwurf. Er nimmt das als Vorwurf auf, aber ich würde das nicht als Vorwurf sagen. Ne? Ja. Also. Machen Sie mal. Ja. Guten Abend, Herr Rossmann. Ich bin es, Robinson. Sie haben sich aber verändert. Ja, es geht mir gut. Sie trinken aber. Das ist nur zur Stärkung, wenn ich auf einem Wege bin. Ich will Sie nicht mehr bessern. Ich will Sie ja nicht mehr bessern. Ja, ich habe eine Pause vergessen. Das war gut, der Schluss. Es fängt an irgendwie zu. Ja, nochmal. Da war die Tatsache, dass es ernst wird. Gut. Ja, jetzt müssen wir wissen, was der Christian tut mit seinen beiden Arbern. Ob man sie variiert oder nicht. Sie haben sich aber verändert. Sie trinken aber. Die liegen nicht da. Ja, das eine ist mit einer Pause, das andere nicht. Das ist schon genug, damit man das variiert ein bisschen. Ja. Und ich würde wirklich ein bisschen. Also der ist da vom Himmel reingefallen und das ist einfach. Du hast ihn nicht mehr gesehen, seitdem er da euch gezankt hat. Ne? Und er steht plötzlich da. Und du bist gar nicht überrascht und trotzdem ein bisschen amüsiert. So. Du weißt ja gar noch nicht, was dann nachher passiert. Guten Abend, Herr Rossmann. Ich bin es, Robinson. Sie haben sich aber verändert. Ja, es geht mir gut. Sie trinken aber? Das ist nur zur Stärkung, wenn ich auf einem Wege bin. Ich will Sie ja nicht mehr bessern. So, also ich würde das aber vom Trinken schlucken. Sie trinken aber. Sie trinken aber. Gut. Ja? Trinken aber. Guten Abend, Herr Rossmann. Ich bin es, Robinson. Sie haben sich aber verändert. Ja, es geht mir gut. Sie trinken aber. Das ist nur zur Stärkung, wenn ich auf einem Wege bin. Ich will Sie ja nicht mehr bessern.
Ja, so. Ja, dann, ist, ja, ist besser. Und wie die Italiener sagen, mit der, mit dem Schwanz deines Auges, weißt, siehst du ihn schon, aber du guckst ihn nicht an. Guten Abend, Herr Rossmann. Ich bin es, Robinson. Sie haben sich aber verändert. Ja, es geht mir gut. Sie trinken aber. Das ist nur zur Stärkung, wenn ich auf einem Wege bin. Ich will Sie ja nicht mehr bessern. Ja, jetzt die Schlussbewegung. Ja. Guten Abend, Herr Rossmann. Ich bin es, Robinson. Sie haben sich aber verändert. Ja, es geht mir gut. Sie trinken aber. Das ist nur zur Stärkung, wenn ich auf einem Wege bin. Ich will Sie ja nicht mehr bessern. Ja, okay. Jetzt haben wir das. Jetzt machst du mir das noch freudiger. Der Libre à croiser, c'est normal. Si il mange sa pomme, il n'aura pas Libre à croiser. Das Ganze war jetzt sehr lustig und hatte viel Bewegung, aber die Stärkung, die kann noch dichter. Man merkt jetzt, sie strengen sich an, eine alte Pause zu verkürzen. Entschuldige, das ist ohne dass der Satz einen Schwung hat. Mhm. Es muss mehr. Es ist noch zur Stärkung, wenn ich auf einem Wege bin. Es ist noch zur Stärkung, wenn ich auf einem. Fast, ja, fast als ob. Also wirklich keine Pause mehr, sondern nur eine harte Zäsur. Oder? Mhm. Okay. Dann hat der zweite Satz so den Charakter vom. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Also der französischen Ouvertüre. Oder? Ja, nochmal. So, also Schluss. Jetzt hast du eine Idee, ne? Das genügt für dich. Und für Manfred? Mhm. Ich hab jetzt am Schluss die letzte Sache ein bisschen übertrieben. Das war fast schon. Ja, das gefiel mir. Fast schon so. Ja, das gefiel mir. Es legt sich dann. Oder möchten Sie das nochmals machen? Nee, es war nur ein Versuch, also Ihnen das mal zu zeigen, wie ich mir das gedacht habe. Ja. Es war ein bisschen wie Fischer Dieskau, wenn er spricht und nicht singt in Opern. Ne? Ja, komm. Okay, das kann man schon umziehen. Das genügt für euch, oder möchtet ihr das nochmals machen? Nö, also das könnten wir am 4. vielleicht noch machen. Was? Am 4. könnten wir es noch machen. Am 4.? Ja, das ist danach. Ja, ja, der da weiß davon nichts. Also ich bin der Einzige, der an diesen Kalender kriegt. Wollen Sie, Rossmann, nicht einmal zu uns kommen? Wir haben es jetzt sehr fein. Wir wohnen mit Brunelda zusammen, einer herrlichen Sängerin. Laden Sie mich ein, oder de la Marche? Ich? Und de la Marche. Wir sind darin einig. Ja. Ja, die Schwierigkeit für den Manfred ist, dass er da den Ton wechseln muss. Ja, jetzt hat es hat keine Bewegung, das Ding noch. Ne? Mhm. Wir müssen alle Pausen jetzt zerstören. Die müssen noch da sein, das ist eine ganz untere, tiefe Schicht, aber die müssen wir. Ja, aber dafür muss er den Text auch mal sprechen, das hat er noch nie gemacht, nur allein, also das. Wir müssen so dran ziehen, bis es platzt oder so. Also, nochmal. Wollen Sie, Rossmann, nicht einmal zu uns kommen? Wir haben es jetzt sehr fein. Wir wohnen mit Brunelda zusammen, einer herrlichen Sängerin. Laden Sie mich ein, oder de la Marche? Ich und de la Marche. Wir sind darin einig. Mhm. Nochmal. Warum warten Sie so lange, Manfred, nach dem Kommen? Ich möchte da Doppelpunkt spüren, obwohl beim Kafka ein Komma ist. Mhm. Dann sage ich Ihnen und bitte Sie, de la Marche, das Gleiche auszurichten. Unser Abschied war, wenn es nicht schon an und für sich klar gewesen sein sollte, ein endgültiger. Sie beide haben mir mehr Leid getan als irgendjemand. Danke. Mach noch was? Es ist gut. Es geht nur jetzt um ein paar Übungen mit den Lippen, der Rest ist nicht gemeint. Ja. Aber das Leid war sogar auch. Das traf irgendwie. Das war rührend, ohne wehleidig zu sein.
Dann sage ich Ihnen und bitte Sie, der Lamarche das Gleiche auszurichten. Unser Abschied war, wenn das nicht schon an und für sich klar gewesen sein sollte, ein endgültiger. Sie beide haben mir mehr Leid getan als irgendjemand. Festgeschäft. Dann sage ich Ihnen und bitte Sie, der Lamarche das Gleiche auszurichten. Unser Abschied war, wenn das nicht schon an und für sich klar gewesen sein sollte, ein endgültiger. Sie beide haben mir mehr Leid getan als irgendjemand. Okay, das ist gut. Ja. Pass nur auf am Schluss. Ja. Die berühmte Coda, der lässt ja noch eine Spannung haben. Und ouais, non, il y avait quelque chose qui était pas mal. Ses yeux sont baissés à mon oreille, ça c'était intelligent. Letztes Mal. Wir sind doch Ihre Kameraden. Und nun haben Sie hier eine so schöne Position. Könnten Sie mir einiges Geld überlassen? Sie haben Wunden. Scheiße. Nochmal ein Schuh. Mhm. Sie haben wohl von Delamarche den Auftrag bekommen, Geld mitzubringen. Gut, ich gebe Ihnen Geld. Aber nur unter der Bedingung, dass Sie sofort von hier fortgehen und niemals mehr mich hier besuchen. Hier bin ich im Dienst und habe keine Zeit für Besuche. Wollen Sie also das Geld unter dieser Bedingung? Ja oder nein? Okay. Alles vergessen. Nein. Okay. Das ist nur der übliche Schwindel, den man hat, wenn es anfängt zu sitzen. Du bist jetzt ein bisschen wie der Seiltänzer, der noch nicht genau weiß, was er macht, aber das war trotzdem gut getanzt. Also bitte. Kannst du kurz das mal wiederholen? Was? Was? Mich hier besuchen. Gegen das, ja. Ja. Mich hier besuchen. Mich hier besuchen. Drei Wörter zäsiert. Nicht ohne Pause, aber zäsiert. Wenn du das nicht schaffst, lassen wir das weg, aber ich möchte einen Versuch haben. Mich hier zu besuchen, ja? Nein, mich hier besuchen. Ach, besuchen. Mich das, hier besuchen, ja? Ja, also. Ja, wie jetzt? Ja, getrennt einfach, nicht mich hier besuchen. Mich hier besuchen. Ja. Mich hier besuchen. Rossmann, mir ist sehr schlecht. Ja. Ja, aber dann so. Dann. Packen Sie das Ding blöd so. Am Anfang schon. Ich würde so anfangen. Nein, fast umarmen das Ding. Nein, hier. So, ja. Und dann runter. Und Sie gucken ihn so an, Rossmann. Und dann, wenn der Satz fertig ist, der Satz ist keine Erklärung. Das Runterrutschen, der Satz wird später gesagt. Rossmann, mir ist sehr schlecht. Ja, wir machen das so. Und ich glaube, das ist sogar für Sie viel besser, weil das ist höher. Wo waren Sie jetzt? Hier so. Nee, Sie waren hier. Da. Versuchen Sie es von hier. So. Mehr umarmt noch, das Ding. Eine richtige Umarmung, wenn es geht. Ein bisschen so, ne? Es geht hier überhaupt nicht, aber. So. Rossmann, mir ist sehr schlecht. Und aber irgendwie ein Kompromiss. Die nächste packst du ihn. Also, da müssen wir sehen. Hier hat es auch nicht viel Zweck, aber trotzdem müssen wir ein bisschen sehen. Ja, und wie packst du ihn bei der nächsten? Ich habe mir das so vorgestellt. Ne? Oder so, ne? Ja, so, so schafft er das nicht. Der muss sich umfassen. Doch, der schafft das schon, wenn er das so macht. Wow, kommt auch drauf an, wie der Manfred da einfach angekommen ist. Unten.
Ja, also. Zum Teufel. Ja, es war nicht so gut wie vormals. Ich weiß nicht warum. Ja, ich hab's, bin zu früh los. Das weißt du bestimmt besser als ich. Ja, und jetzt, Manfred, mir fiel mir was ein, als ich sie da ein bisschen konzentriert angeguckt habe. Ich würde ihn nicht mehr angucken, wenn ich sage Rossmann. Mhm. Es ist viel lustiger, sie sagen Rossmann, wie wir das getrennt haben, und sie gucken gar nicht mehr an, da sind sie schon. Rossmann. Als ob der Rossmann die Treppe wäre. Rossmann. Mir ist sehr schlecht. Zum Teufel. So. Mach das nochmal. Soll ich mich dann runterbeugen zu ihm oder soll ich dann runterbeugen? Was? Ich gehe zu ihm, ne? Ja, so. Zum Teufel und dann schnell runterbeugen. Wir müssen was hier. Ich habe sowieso da ein Problem, was ich selbst noch nicht gelöst habe. Mach das mal, dann werden wir das langsam lösen. Zum Teufel. Nein, ich würde gehen, nachdem ich gesagt habe, zum Teufel. Oder? Ja, dann ist es umgekehrt als mein Freund. Zum Teufel. Ja, ich will besser. Schneller jetzt, zu ihm gehen? Ich meine, was empfinde ich denn? Nein, aber eben, da kann wir weiter sprechen. Ich kann dir gar keine Antwort geben, denn ich habe mein Problem noch nicht gelöst. Ich konnte nicht, hier ist der Dann sehen wir dann. Ja, dann stehst du bei ihm. Dann werden wir deine Stiefel sehen oder deine Schuhe, deine Beine. So. Und das ist alles. Und du hörst dir seine Rede an. Der hat noch eine kleine Rede dir zu erzählen. Bevor. Wie nah gehe ich denn ran? Ja, na, wie einer, der nicht wie einer, der ihn schon packt, sondern wie einer, der ihn von, wie heißt der sich da entscheidet, der sagt, wo ist denn das? Warum haben Sie jetzt da, wie heißt der in Rio Bravo da nie eingreifen will, der Junge da? Mr. Ricky Nelson ist der Schauspieler, aber... Ja, das hat mit uns nichts zu tun, nur... Dann erwischt ihn der John Wayne dabei, plötzlich schießt er. Und dann sagt ihm, warum haben Sie jetzt, sind Sie jetzt eingegriffen oder so? Dann sagt er, ich wollte mir das Closure ansehen, um mir das von näher anzusehen. Also du gehst da hin und guckst dir den Mann von näher an, der da sitzt. Das ist alles. Zum Teufel. So. Ja, das ist gut. Ja, aber ich weiß, woran es liegt zum Teil. Du bist nicht mehr, du hast nicht mehr die gleiche Ausgangshaltung, Ursprungshaltung. Ich kenne dich, wie du warst bei dem langen Text. Bei dem langen, unangenehmen Text, wie warst du da? Ja, so. Okay, fang so an. Es wird ganz anders, was? Zum Teufel. So, okay. So, jetzt nur das Aufstehende. Ja, mach das reintreten, wenn ich das sehe. Robinson, wenn Sie wollen, dass ich mich Ihrer annehme, dann strengen Sie sich aber an. Nee, sind die Papa. Ja, das mach ich. Das ist nur, damit ich was sehe. Dann wegen Kabeln vorsichtig. Ja, das ist nicht, das geht. Das wird kein Problem sein. Das wird kein Problem sein, denn er. Ja, okay. Ich wollte nur einen Eindruck haben. Ja, das genügt, danke. Sie sind wirklich ein guter Junge. Ich will ja alles tun, was Sie für recht halten. Du musst mich bitte hier ein kleines Weilchen vertreten. Okay. Nicht vergessen zu drücken. Ja. Ich kann doch erst drücken, wenn die Tür zu ist. Ja, aber
Du ja, bist ich schon vorbereitet. Ja, du bist ein bisschen bange da drin. Ne? Ja. Ich sehe dich das noch. Es ist besser, du hast die Hand ich schon. Ich sehe dich noch so. Damit habe ich nicht Ballett gemacht. Ne? Du musst entschieden, was du einen Schritt und denk an den Drücker oder an den Knopf und ich weiß nicht. Und so. Du kannst die Hand schon bereit haben und so und nur warten, bis die Tür. Okay. Ja, das wäre sowieso schöner. Da hat man dich nicht so drin. Denn das letzte Bild von dir ist dann so. Ne? Und die einzige Frage ist, wie du den Manfred, wie du dich ein bisschen vom Manfred entfernst und doch nicht. Aber das kann ich nicht für dich erfinden. Sie sind wirklich ein guter Junge. Ich will ja alles tun, was Sie für recht halten. Du musst mich bitte hier ein kleines Weilchen vertreten. Okay. Der scheint Launen zu haben. Hey, siehst du, das war richtig, das zu ihm, das war zu früh. War zu früh. Also, okay, wenn er geht. Ja. Der scheint Launen zu haben. Und es war zu spät. Ja, ein bisschen zu spät. Aber jetzt wissen Sie das. Brauchen wir nicht mehr zu üben. Bleib da. Oder möchtest du es noch? Okay. Also, dazwischen. So, jetzt weiter. Wie geht das weiter? Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber da musst du sehen, was du machst. Weil er wird das Ding nehmen und ob du ihn verfolgst mit den Augen oder überhaupt nicht. Was ist hier? Ja, was ist der Polizei? Moin. Mais qu'est-ce qu'il fait après lui? Qui, lui? Ouais. Bah, il va s'asseoir. Ouais, mais on le voit, ça, non? Quand on le retrouve, il sera assis. Et tout le temps qu'on parle, il a largement le temps d'aller s'asseoir. Ja, aber wir können auch das Hinsetzen sehen, eventuell. Das hängt von der Entfernung ab. Mach mal den Anfang. Ich habe wieder eine Unsicherheit. So, klapp mal, Daniel. Ich habe keine Laune. Ja, das ist. Was soll ich nehmen, wenn er schon gesprochen hat? Ja, das weiß ich nicht. Mach mal, während er spricht, ja? Ja. Was der sagt, ist jetzt länger, ne? Du kannst versuchen, wenn er gesagt hat, ich habe keine Laune. Mal sehen, ob das ihn stört oder nicht. Ja, mach mal. Ich habe keine Laune, aber ich werde im Hotel übernachten. Und gehe nicht nach Vaterpol. Essen Sie rasch auf, ich muss den Korb zurückgeben. Ja, da kannst du noch früher. Dann nehme ich euch schon so. Ja, sowieso, wenn der Christian sagt, essen Sie rasch auf, da sind die schon. Außerdem ist es ein bisschen blöd, wenn du zu lange wartest. Eine Verzögerung, da ist gut, bevor, aber das war zu viel. Also nochmals mit etwas früher. Das wird wahrscheinlich etwa, wie du es das erste Mal gemacht hast. Ne? Ja, das ist korrekt. Ist das schwer, ja. Also jetzt kurz nachdem er angefangen hat zu sprechen, nehme ich ihn jetzt weg, oder wie? Ja, ja, ziemlich kurz. Ja, ja gut, okay. War es nicht näher, oder? Ich? Nö, ich hab's nicht gedacht. Nee, so. Nee. Ja. Nee, ja. Doch, das ja. Ich habe keine Laune. Aber ich werde im Hotel übernachten. Und gehe nicht nach Vaterfort. Essen Sie rasch auf, ich muss den Korb zurückgeben. Musst du Pommeister? Ja. Ich würde noch am Haus früher anfangen. Hau. Was habe ich gesagt? Haus. Ist der Block okay? Nochmal. Ich habe keine Laune, aber ich werde im Hotel übernachten und gehe nicht nach Butterfort. Essen Sie rasch auf, ich muss den Korb zurückgeben. Ja, also etwas so. Ne? Das kann man auch. Du bist bisschen immer noch fasziniert von dem Satz da.
Also bei ich habe mache ich das. Also machst du ein letztes Mal. Ja, versuch ein letztes Mal früher, wenn wir ja, das nicht finden, das besser, wie du es machst. Also. Nö. Danke, Christian. Ich habe keine Laune. Aber ich werde im Hotel übernachten. Und gehe nicht nach Butterfort. Essen Sie rasch auf, ich muss den Korb zurückgeben. Ja. Ah, und das Einzige, das beherrschst du noch nicht genug. Du müsstest ein bisschen... Schneller. Also das was schneller? Das Ganze. Ganzen Text. Ach, den ganzen Text? Ja, ja. Bisschen beschleunigen. Ich meine, ich möchte es schon so, ich möchte es schon langsam haben, aber es ist ein bisschen zu viel. Also. Mhm. So, also, geht's? Siehst du, Robinson, wir haben ihm unser Vertrauen geschenkt, haben ihn einen ganzen Tag mit uns geschleppt, haben dadurch zumindest einen halben Tag verloren. Und jetzt, weil ihn dort im Hotel irgendjemand gelockt hat, verabschiedet sich einfach. Aber weil er ein falscher Deutscher ist, tut er dies nicht offen, sondern sucht sich den Vorwand mit dem Koffer. Gut. Also war der Sonder doch falsch, ne? Ja, zwei Sachen waren falsch. Ja. Und jetzt, weil ihn dort im Hotel in einem Zug, du hast nach jetzt pausiert. Ah ja, und jetzt, weil ihn dort im Hotel das Sonder muss. Tut er dies nicht offen, sondern. Ja, tut er dies nicht offen, sondern. Bedrohlicher. Tut er dies nicht offen, sondern. Sucht sich den Vorwand mit dem Koffer. Alle Geduld hat ein Ende. Ja, jetzt kann man das noch, ja, aber... Ja, ich meine, jetzt habe ich es halt auseinandergenommen. Genau, also es ist immer besser. Ja. Alle Geduld hat ein Ende. Jetzt haben Sie angerufen, Ja, das habe ich geändert. Bist du okay, ich mach's nochmal. Alle Geduld hat ein Ende. Wo ist die Fläche am Anfang? In der Hand. Ja, nochmal. Alle Geduld hat ein Ende. Kupreu. Ja. Faisons le bruit, j'en aurais très peu, j'aurais l'air. Ça fait rien, c'est la violence. Enfin, bref, je peux pas vous dire ça maintenant, ce que c'est que cette histoire. Là, non, moi. Alle Geduld hat ein Ende. Ouais. Machen Sie das ein letztes Mal für mich, weil er mir eine Frage gestellt hat. Alle Geduld hat ein Ende. Bien mieux quand il a déjà touché la terre. Ja, okay, das ist unsere Küche da. Ça n'a pas de sens de le voir comme ça. Je vous ai mis une précise. Nein, sonst bin ich da ein Feld, vielleicht noch ein Feld. Nee, weil wo das genau anfängt beim Schnitt bei uns, wir nehmen nicht ihre Vorbereitung. Da muss man nachher bis im Ton fast einen halben Schnitt schneiden. Entschieden. 35 mm am Schluss schneidet sie immer ein halbes Feld, ne? Und lässt ein Feld im Bild und so. Ne? Mhm. Also, was war? Alle Geduld hat ein Ende. Ja, okay. Kannst du dich noch erinnern, wie wir das irgendwie. Also ich glaube, ich habe ihn da vorgestellt. Du weißt, und ich du hast gewartet? Also ich habe das entgegengenommen, also meine liebe Herren, deswegen schreibe ich. So. Kellner nimmt den Korb entgegen.
Und ich mache dabei so eine kleine Verbeugung. Wo ist der? Ja. Genau. Und ja, dann keine Sorge, da ist ein Schnitt, dann sieht man nur dich allein näher. Dann und so weiter. Also das hört auf mit der Geste, das Entgegennehmen. Ne? So. Bis dahin seid ihr beide. Dann ist sein Platz da leer und kommt wieder und dann ist die Überreichung, es ist ein kleines Theaterstück, so die Überreichung vom Korb und dann Schnitt auf dich in der Bewegung. Dann aber eine neue Platte. Ich möchte nicht prätentiös werden, aber das ist ein bisschen so. Etwas vom Chaos dort, ein bisschen so. So. Fällt mir nicht ein. Ich bin froh, dass ich fortgehe und ich will mit keinem von Ihnen mehr etwas zu tun haben. Die Frau Oberköchin lässt Ihnen sagen, dass sie den Strohkorb, den sie Ihnen geborgt hat, dringend braucht. Hier ist er. Dann lässt sie die Frau Oberköchin fragen, ob sie es sich vielleicht überlegt, ob sie es sich nicht überlegt haben und vielleicht doch im Hotel übernachten wollen. Auch die beiden anderen Herren wären willkommen, falls sie sie mitnehmen wollen. Die Nacht ist ja warm, aber hier auf der Lehne ist es nicht ungefährlich zu schlafen. Warm musst du atmen. Ist ja heute warm, aber hier auf der Lehne ist es nicht ungefährlich zu schlafen. Es gibt hier öfters Schlangen. Man findet öfters Schlangen. So, aber ermüd dich nicht, das machen wir nach einem neuen Schalt. Nochmals. Die Überreichung war nicht theatralisch genug. Du musst die Überreichung wieder von deinem richtigen Platz machen, sodass du dich hinterher und eine Verbeugung und alles. Ich muss ja, sonst bist du vor ihm da. Ja, nee, das geht nicht. Ich stehe immer hier. Wieso? Bist du so? Oder? Nein, nicht von hier. Da. Ach so. Ja. Und da ist die, dazu muss noch die Entfernung groß genug sein, damit die Verbeugung auch ein bisschen deutlicher wird. Und dann musst du ein bisschen üben. Hier ist er oder so. Und dann Schnitt. Ja, dann brauchst du nicht Alf anzufangen. Das machen wir in der nächsten Sache. Und brauchst du nicht da zu ermuten. Also bitte. Fällt mir nicht ein. Ich bin froh, dass ich fortgehe und ich will mit keinem von Ihnen mehr etwas zu tun haben. Die Frau Oberköchin lässt Ihnen sagen, dass sie den Strohkorb, den sie Ihnen geborgt hat, dringend braucht. Hier ist er. Ja. Fällt mir nicht ein. Ich bin froh, dass ich fortgehe und ich will mit keinem von Ihnen mehr etwas zu tun haben. Die Frau Oberköchin lässt Ihnen sagen, dass sie den Strohkorb, den sie Ihnen geborgt hat, dringend braucht. Hier ist er. Danke. So, also, nochmal, es klappt mal. Die letzte Frage ist, sitzt er oder steht er auf der Arm? Das müssen wir nachher entscheiden, wenn wir... Ich kann die Fotografie nicht finden. Was für eine Fotografie? Die Fotografie meiner Eltern. Wir haben keine Fotografie gesehen. Es war keine Fotografie drin, Herr Rossmann. Aber das ist doch unmöglich. Sie lag oben auf. Und jetzt ist sie weg. Wenn Sie doch lieber den Spaß mit der Fotografie nicht gemacht hätten. In dem Koffer. Ich bin da nicht auf die Fotografie gesehen. Okay, machen Sie. Est-ce que quand il se lève, son regard à lui sent pas le même? Non, non, non. Vous l'avez laissé assis? Ich kann die Fotografie nicht finden. Was für eine Fotografie? Die Fotografie meiner Eltern. Ja gut, jetzt fang an. Ja, was machst du am Anfang? Du guckst doch. Ich wollte das so. Ich hätte auch das Bein so vorgeschlagen. So. Also vorhin saß ich so.
Ich wollte irgendwie so einen von, ich sehe gar nichts von dem. Ja, aber dann schenkt mir doch die Bewegung mit den Beinen. Okay, gut. So, ja. Ich kann die Fotografie nicht finden. Was für eine Fotografie? Die Fotografie meiner Eltern. Wir haben keine Fotografie gesehen. Aber das ist doch unmöglich. Sie lag oben auf. Und jetzt ist sie weg. Wenn Sie doch lieber den Spaß mit dem Koffer nicht gemacht hätten. Jeder Irrtum ist ausgeschlossen. In dem Koffer war keine Fotografie. Ja, aber es fehlt mir ein Satz von Manfred. Exakt. Ja, exakt. Also... Jetzt doch schnell wir das. Zweiter Satz von Christian. Klapp, du guckst den... Also was der macht, ist der richtig, der Raum. Hanno, wir haben keine Fotografie gesehen. Ja, Moment, vorher machen wir den Christian. Du guckst jetzt nicht mehr in den Koffer, sondern den... Nee, Moment, der Christian ist am Anfang da. Der hat wieder den Regenschirm. Also ach so, dann am Anfang. Also erste Klappe. Ich kann die Fotografie nicht finden. Nee, ich sagte, du kannst auch ein Buch gucken. Ne, ja, und bitte lass die Hände drin dann. Okay. Ja? Klar. Ich kann die Fotografie nicht finden. Was für eine Fotografie? Stopp. Okay. Nochmals, was für eine Fotografie? Weißt du, wie ich mich hingesetzt habe? So? Ich kann die Fotografie nicht finden. Was für eine Fotografie? Ja, nochmal. Check. Was für eine Fotografie? Okay, das machen wir so. Jetzt, Christian, du bist mit den Händen noch drin, ne? Du kannst jetzt die Hände drauf haben. Du warst nicht drin, ich habe das vorher gesehen. Bleib doch ruhig drin, eine Hand auf das Buch zum Beispiel oder sowas. Da, jetzt guck ihn an. Zack, Daniel. Was für eine Fotografie? Die Fotografie meiner Eltern. Wir haben keine Fotografie gesehen. Moment, das ist wieder eine neue. Christian, wir müssen das alles auseinandernehmen. Christian, du nimmst dann die Hand vom Buch weg. Ich versuch eine bequemere Haltung zu finden da mit deinen Beinen. Und dann sagst du die Fotografie meiner Eltern, indem du den Schatten anblickst. Die Fotografie meiner Eltern? Ja, aber den Anfang möchte ich. Hände raus. Check, Daniel. Hände auf das Buch. Nein, nicht die. Ja. Ja, jetzt kommt der Satz nochmal. Ich wollte es nicht von vorne. Wenn du das möchtest. Ja. Die Fotografie meiner Eltern. Wir haben keine Fotografie gesehen. Es war keine Fotografie drin, Herr Rossmann. So, danke. Die Bewegung, die du jetzt halt gehabt hast, während die sprechen, hätte ich gerne, bevor du sprichst. Also dieses... Weil dann sieht man dich nicht mehr, das ist dann wertlos. Ja. Nochmal. Für diesen Fall habe ich den Auftrag, sie ins Hotel zu führen und ihr Gepäck zu tragen. Wow. Okay. Oui. Ein bisschen länger führen, wenn du das schaffst. Hm? Auch länger. Mit zwei Ü. Ü-E. T'as pas bougé? Non. Versuch mal da. Nicht zu tief, nicht nach unten. Ja, so. Ja. Naja, aber vergiss ihn dann, ne? Ja. Und nicht zu tief mit deiner Nase. Ja. Die Kontrolle stellen nicht auf die Karte.
Oui. Oui, monsieur. Dietrich? Ja, ja. Yes, sir. Ah, et l'Alf, c'est celui qui a les plus beaux oiseaux. La lumière monte, c'est quand même fou, c'est ça. Ça va. Rien changé ? Non. Ok. Deine linke Hand bleibt immer nach unten, ne? Louis ? Oui, quand vous voulez. Gut, Gewicht auf Auftrag, ne? Gewicht auf Auftrag. Für diesen Fall habe ich den Auftrag, Sie ins Hotel zu führen und Ihr Gepäck zu tragen. Auftrag bei Kafka ist sehr wichtig. Wir warten auf den Zug, der... Vas-y, Louis. Non, non, non. Vas-y, Louis. Là, on peut, oui, elle tourne. 139, la première. Für diesen Fall habe ich den Auftrag, Sie ins Hotel zu führen Stop. Und Ihr Gepäck. Sie ins Hotel zu führen und Ihr Gepäck. Auftrag war sehr gut. Vas-y, Louis. 139, la deuxième. Für diesen Fall habe ich den Auftrag, Sie ins Hotel zu führen und Ihr Gepäck zu tragen. Danke, Sir. Il l'avait fait, d'ailleurs, c'est pour l'embêter. T'as bien compris, Jean? Tu vas voir, il va te donner un coup de micro, un vieux coup, là. Je n'avais pas encore compris, j'ai compris. Ça, Allez, Vaguio est en position d'attente. Excuse-moi, oui, j'ai du travail. Ah bah oui, mais... Je te vois pas. Pas vite, Non. Ouais. Lentement. Bon. Ça va? Ouais? Oh, bah vas-y. Daniel, tu me dis. Hop, vas-y, Louis. 140. La première. 140. Le plus haut. La onzième. Dann warten Sie bitte noch einen Augenblick. Ja, aber der, okay. Das Akkusativ ist wieder beim Verschwinden. Du musst noch einen Augenblick, noch einen Augenblick. Ja, noch einen Augenblick, sag ich. Nein. Ja, dann warten Sie bitte noch. Du kannst das schöner machen. Okay. Mhm. Du bist, du, ich glaube, der, du hast den Eindruck, dass der Schluss zu hastig werden muss wegen Weggehen. Im Gegenteil, kannst du ihn noch fixieren. Nicht sehr lange, aber scharf und dann weggehen. So wird dein Text nicht hastig am Schluss. Vas-y, Louis. Retourne. Du nimmst dir Zeit mit den Silben dann. Noch einen Augenblick. Retourne. 140, 12. Dann warten Sie bitte noch einen Augenblick. Danke, die Beste. Okay. Mach eine letzte. Das war wirklich die Beste, glaube ich.
Man kann. Qu'est-ce qu'ils vont vivre là en bas? C'est nouveau ça? Gnoto. Hein? Gnoto. Non, une usine. Gnoto. C'est Gnoto ça. Mais ça c'est un papillon. On peut y aller, allez. Attends, non, attends, attends. Non. Ça se rapproche. Non, non, non. Attends, il y a un papillon là. Il est parti. Ouais. Non, ça va, allons-y. Tourne. 140. 13. Dann warten Sie bitte noch einen Augenblick. Dankeschön. Je vous signale que de toute façon, c'est pas le cas qui regarde, mais les deux assis. Ouais. Bah oui. Bon. Manfred. Manfred. Aaron. Bitte die Position. Oui, il faut qu'il aille des uns aux autres, parce que sinon. Moi j'ai besoin de référence spatiale, là, sinon je suis foutu. Alors, du musst, wir müssen uns entscheiden. Von den beiden auf den Christian oder umgekehrt. Aber auf jeden Fall muss ein Schwenk im Blick geschehen. Da. Oder? Ja. Ich glaube, ja, das ist besser vom Christian zu auf die Herren. Auf die Schlangen. Bitte? Vielleicht könnten wir noch die Taschen der Herren untersuchen. Ja. Warte mal. Vielleicht könnten wir noch die Taschen der Herren untersuchen. Oh, ich habe ein Problem. Ein bisschen Geduld, halt. Ja. Ja, versuch's mal jetzt. Vielleicht könnten wir noch die Taschen der Herren untersuchen. Ja, aber du musst bleiben dann. Noch einmal? Vielleicht könnten wir noch die Taschen der Herren untersuchen. Ja, das war gut. Okay, mach mal das so. Vielleicht könnten wir noch die Taschen der beiden Herren. Nein. Pardon. Stopp. Der Kaffee ist schon besser, ne? Der Herren ist stärker als der beiden Herren. Ja, ja. Hey, 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 hey! Licencié. Vas-y, Louis. 148, la 2. Vielleicht könnten wir noch die Taschen der Herren untersuchen. Danke. Es war etwas mit dem Blick, weil als du auf die beiden Herren warst, was nicht ganz klar war noch. Vas-y, Louis? Ja. Du musst noch kräftiger und noch etwas mit mehr Drohung. Achtung. Gib mir ein bisschen mehr bedrohlich. Vas-y, Louis? 148, vas-y, Louis. La troisième. Aber doch spielerisch und ironisch, auf keinen Fall faschistisch. Vas-y, Louis? Vielleicht könnten wir noch die Taschen der Herren untersuchen. Ja, das gefiel mir. Das gefiel mir. Denk dran. Bedrohlich, ironisch und spielerisch, ohne faschistisch zu werden. Kaya? Vas-y, Louis. Oui, vas-y. 148. Vous allez un peu plus dans le champ, j'ai que le... Voilà. La quatrième. Vielleicht könnten wir noch die Taschen der Herren untersuchen. Dankeschön. Was machst du ganz am Schluss? Du gehst von einem auf den anderen, oder? Ja, ich habe mir noch nicht entschieden, welchen von den Herren ich angucke. Ja. Ja, das geht auch. Vielleicht ist es sogar besser.
Merci, Louis. Bon, alors, il a qu'une phrase, là, genre. Il dira seulement... Ich kann die Fotografie nicht finden. Ich kann die Fotografie nicht finden. Würdest du mit diesem scheiß Handy? Wenn wir es schon mal gehabt haben. Es ist trotzdem besser ohne Blitz. Quoi? Quel titre fouillage? Halleluja. Ich regarde sous la chemise da. Was ist denn der Anspruch? Was kommt denn da noch? Welche Fotografie? Aber mit den Händen. Ich weiß wirklich nicht, wo ich die Hände unterpasse. Also die eine Hand weiß ich jetzt schon. Ja, die ist jetzt, die stimmt bleibt, jetzt. Die bleibt jetzt hier. Ja. Also. Le côté de la chemise là et du mouchoir. Sous la chemise et sous le mouchoir. Mais dès que, ja. So, ja. Remettez le mouchoir en place. Ja. So. Das ist überhaupt nicht. So, also ohne Blick. Versuch noch einmal. Auf dem Buch die rechte Hand? Ich weiß nicht, wo. Ja, ich würde weiter, ja. Vielleicht in der Bewegung sprechen. Das wäre dann die Lösung. Bitte? Ich kann die Fotografie nicht finden. Ja, okay. Das ist gut. Du musst nur aufpassen mit der linken Hand, das muss entschiedener sein, weil du... Das Buch hochnehmen ist gut, nur ich würde noch ein bisschen mehr das Hemd da, unter dem Hemd noch gucken. Und dann unter dem Buch und dabei sprechen dazwischen. Noch einmal. Ich kann die Fotografie nicht finden. Was ist übrigens? 141. Première. Ich kann die Fotografie nicht finden. Danke. Geht es? Wir können uns nicht begeistern. Das muss ja. Es ist. Was machst du? Du darfst nicht zu viel machen, aber auch nicht zu wenig. Das ist alles. Und geht es bis jetzt? Ja. Du kannst ein bisschen mehr versuchen, ein bisschen mehr zu. Fummeln. Ja. Und dann werden wir feststellen, das ist zu viel, dann machst du wieder. Gut, also. Solche Sachen, allez. 141, 3. War das jetzt zu lang oder immer noch? Nö. Kann es noch länger sein? Ja, mach noch eine so. Ja, länger nicht, ne. Vas-y, Louis. Quatrième. Geh lieber nicht unter dem Schlafsack da, denn das ist hoffnungslos. Man merkt das sofort. Klopf ein bisschen auf die Taschentücher. Ja. Hey. Skönig. Ich kann die Fotografie nicht finden. Ja. Was war, ich weiß noch, ja. Ja, das, klar, das hängt immer, das war ein bisschen falsch, weil es ist eigentlich davor eine Frage gestellt worden. Findest du die Fotografie? Ja. Da tob dich aus, wir machen, wir wechseln die Kassette. Ich bin gar nicht sicher, dass diese Betonung auf Finn richtig war. Nein, die war nicht. Und wenn du mir nichts sagst, ob es gut oder schlecht ist, versuche ich irgendwas zu verbessern oder zu verändern, ist ja gesagt. Dann ja, fängt sowas an. Ich kann die Fotografie nicht finden. Ja. Ja. Das weiß ich ja, dass das, das auch so richtig ist. Aber wenn du nichts sagst, du hast gemacht werden soll, ja. Wenn du nicht sagst, ob es gut ist, da weißt du nicht. Dass du war gut. Jetzt macht das Wort Fotografie ein bisschen weniger hastig. Enough.
Ich kann die Fotografie nicht finden. Dankeschön. Nicht zu hastig, der Satz. Ich kann die Fotografie nicht finden. Und du meinst mehr so, als ob ich zu mir selber sprechen würde? Ja, ein bisschen. Daniel? Ja. Das Wort Fotografie ist ein bisschen zu hastig. Ich kann die Fotografie nicht finden. Ich kann die Fotografie nicht finden. Ja. Ich kann die Fotografie nicht finden. Nein. Ich kann die Fotografie nicht finden. Ja. Also es ist genauso schnell. Ja, aber du kannst das jetzt verlangsamen. Wir haben eine reichliche Ernte von der anderen Fassung und die sind fast alle gut. Ich kann die Fotografie nicht finden. Ich kann die Fotografie nicht finden. Nein. Es ist schwer, Jean-Marie, das langsam auszusprechen. Ich kann die Fotografie nicht finden. Ich kann die Fotografie nicht finden. Ja. Also auf dem Wort Fotografie rum. Bisschen betonen. Ich kann die Fotografie nicht finden. Ich kann die Fotografie nicht finden. Ja. Und noch etwas langsamer. Sei ja, Daniel. Danke. Fotografie mehr betont. Manfred, helfen Sie mir kurz damit. Ich kann die Fotografie nicht finden. Ja. Ja, ist doch genauso schnell wieder, wie ich sonst mache. Ja, ja, nee, das geht nicht um Schnelligkeit. Nee, das geht auch um Schnelligkeit. Ich kann die Fotografie nicht finden. Ja. Ja, so habe ich es immer gemacht. Ja. Aber das will ich noch einmal haben auf dieser Kassette, das ist alles. Sehr gut. Die Beste. Wir haben noch Platz für zwei oder drei. Die war toll. Auch die Gästen. Danke, genauso gut. Jetzt haben wir noch 30 Meter. Das wird immer besser. Also da brauchst du keine Sorgen mehr zu haben. Danke, die war sehr gut. Die war so für dich hin. Eine letzte. Wir haben noch 20 Meter. Genau in diese Richtung. Ich kann die Fotografie nicht finden. Was für eine Fotografie? Danke, die hätten wir schon. Ça fonctionne? Dans le cadre? Oui. Oui, dans le cadre, oui. T'as un doute? De moi, Willy? Je sais pas. Vas-y. T'as un doute pour ta lumière, là? Non, absolument pas. Vas-y, cherche le point, Willy, vas-y. Non, mais ça va être bien. Bleib un Augenblick so, die Caroline hat einen Zweifel mit der Schärfe, là. Ja? Exactement. Ok. Ça va? Ça va. Bon, alors on peut y aller. Ouais. Die war schon gut, ne? Sehr gut. Die haben wir schon. Dann machen wir es nur noch einmal. Was für eine Fotografie? Was für eine Fotografie? Was für eine Fotografie? Woher? Geht der Blick so? Ja. Ja. Aber das ist doch unmöglich. Sie lag oben auf. Und jetzt ist sie weg. Wenn Sie doch lieber den Spaß mit dem Koffer nicht gemacht hätten. Ja, sehr schön. Aber trotzdem, der Blick am Anfang gefällt mir nicht. Der Rest geht. Welcher? Der in den Koffer? Ja, der ist nicht... Zu hoch, oder was? Ich weiß nicht. Der ist... Mach mal. Und so? Versuch mal. Nee. Höher. Oder versuch mal, die Kopfhaltung auf Harun. Und dann runter, ja. So? Ja. So? Ja, und jetzt runter mit dem Blick in den... Er ist unten. Ja, ist unten. Bitte? Aber nein, das ist doch unmöglich. Nein, das ist zu sehr zu Harun. Eine Zwischenlösung. Ja. So? Jetzt den, ja. Blick zur Bibel, versuch mal. Das ist zu viel. Ja. So? Ja, ich will einen Blick nach oben wagen, so. Leicht zu uns, leicht zum Haaren. Ja. Auf die Kamera da hinten. Ja, das ist keine Lösung. Wie wär's, wenn du das für dich hinsagst? Wo würdest du gucken?
Aber das ist doch ganz unmöglich. So. Ja, dann tu doch das. Auf, das ja, das ist gut. Auf den Schlafsack da drin. Ja, bitte. Ich wollte gerade sagen, vorher Schlafsack wäre vielleicht richtig. Und siehst du? Alle. Ja. Okay. Aber das ist doch unmöglich. Sie lag oben auf. Und jetzt ist sie weg. Wenn Sie doch lieber den Spaß mit dem Koffer nicht gemacht hätten. Okay, und tun. Première. Ça va, Willy? Perfekt. Il se met bien dans le cadre, comme un œuf. Dans le cadre, mais dans la lumière. Ja, ja, Lubchansky ist glücklich. Louis? Ça vous l'aurez. Ouais? La deuxième. Tu peux venir, personne ne fera du mal. Louis? Ja. Zweite Teil jetzt wieder ein bisschen aggressiver. Max vient de s'écrouler par terre. Il est tombé depuis son long. Ja. Louis? Tourne. 145. Septième. Lichtprobe, c'est ça, Caroline? Oui. Jawohl. Tu vas ganz. Ober, sehr schön. Pass auf das oben auf. Ja. Oben auf? Nicht ja. hoch, sondern runter. Weil es ist doch unmöglich, sie lag oben auf. Ja. Und jetzt ist sie weg. Pass auf, doch lieber DL. Achtung. Doch lieber. Ja. Und sie doch lieber den Spaß. Es war nicht übel, aber das D war fast ein L geworden. Dann sind doch lieber. Dann sind doch lieber. Ja, aber im Zug, ne? Okay. Okay. Den Variation, ja. Mhm. Ich wollte, das war gut. Ich wollte nur haben die gleiche Bewegung nach. Hey, hörst du mich? Jetzt ist sie weg, dann erst die Bewegung und der Satz etwas früher nach der Bewegung. Ja, da hat es irgendwie einen Kurzschluss gegeben oder so. Ja. Das hat nicht so. Aber das ist dir gelungen. Louis? Oui. Da. Danke. Dankeschön. Ça va, gestorben. Il reste combien là? Rien. Eh ben. Vous faites quoi là? Rien. Recharge? Non, non, pas pour ce plan-là. Vous voulez qu'il recharge si vous voulez tourner. Non, mais je voulais savoir si vous faisiez une. Non, vous la cherchez. Je t'arrête pas. Voilà, pour tout le monde. C'est long, non, il s'est. Voilà. Il est long à s'arrêter. Si t'as vu une sortie, il se remet en route. C'est la deuxième. Non, c'est pas ça. Non, c'est quand on n'entend pas. T'as l'impression que t'appuies dessus et comme il est long à s'arrêter, on croit qu'il s'arrête pas et on appuie dessus et à ce moment-là, il se remet en route. Ce bouton-là, vas-y. C'est ça, c'est celui que j'utilisais au début. Ça marche très bien. Ouais. Ça marche pas trop. C'est... Ouais, tu vois. Ouais. Der Einsatz vom Vogel, weil ich auch sehr schön. Transpirateur. N'est pas chaud. Bon, alors là, il regarde sur les deux.